Kategorie kulturelles Engagement. Die Finalisten. Enercity. Der Energieversorger Enercity macht den Begriff der positiven Energie für die Menschen in Hannover und der Region erlebbar. Ziel sind der Erhalt und der Ausbau der kulturellen Vielfalt. Das Open-Air-Musikfestival Enercity Swinging Hannover lockt jährlich rund 35.000 Jazzfans aus Hannover und ganz Deutschland auf den Tramplatz. Als Hauptsponsor und Gründungspartner des Jungen Schauspiels Hannover bietet Enercity Jugendlichen jedes Jahr die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung ein Theaterstück zu inszenieren. Die Jugendlichen können hinter den Kulissen oder auf der Bühne aktiv werden, ihre Talente entdecken und sich persönlich weiterentwickeln. Als Kooperationspartner unterstützt Enercity die hannoveranischen Museen. Und auch der Erweiterungsbau des Sprengel-Museums wird mit 1 Million Euro gefördert. Enercity gestaltet die Kulturkooperation aktiv mit. Ausgangspunkt für nachhaltiges Wirtschaften ist der Mensch. Mit Blick auf die Menschen in Hannover möchten wir einen wertvollen Beitrag zur Gesellschafts- und Stadtentwicklung leisten. Holcim, das Werkforum als Plattform für Kunst, Kultur und Kommunikation. Zement, Kies, Beton, dafür steht Holcim mit über 15 Standorten in Süddeutschland. Das Werkforum ist das Entree ins Zementwerk Dottenhausen und zugleich Arbeitsstätte, Fossilienmuseum und Plattform für Veranstaltungen. Im Werkforum wurde von der Holcim GmbH ein Zentrum geschaffen für die Begegnung zwischen Unternehmen und der Öffentlichkeit, Interessierten an der Erdgeschichte und Fossiliensuchern, Erwachsenen und Kindern. Im Fossilienmuseum des Werkforums lässt sich die Erdgeschichte hautnah erleben. Mit Sonderausstellungen werden aktuelle Themen der Zeit oder interessante Aspekte der Erdgeschichte aufgegriffen. Auf dem frei zugänglichen Klopfplatz vor dem Werkforum kommen Fossiliensucher auf ihre Kosten. Mit ein bisschen Glück lassen sich aus den Ölschieferplatten kleine schwarze Ammoniten freiklopfen. Ganz nach dem Motto klein aber fein bietet das Werkforum auch eine Bühne für Konzerte und Kleinkunst mit freiem Eintritt. Es gibt sehr wertvolle Dinge in Unternehmen, die keine Bilanz in Zahlen abbildet. Die Unternehmenskultur, und dazu zählt auch die unternehmerische Verantwortung. Für den Technologiekonzern Schott ist gesellschaftliche Verantwortung Teil der Unternehmenskultur. Seit 2006 ermöglicht Schott gemeinsam mit dem Pianisten und Dirigenten Justus Franz Kindern und Jugendlichen die kostenlose Teilnahme an einem Klassik-Workshop. Gemeinsam mit dem Orchester Philharmonie der Nationen erleben sie Inspiration, lernen Gemeinschaftssinn und erarbeiten anspruchsvolle Werke der klassischen Musik. Das Einmalige hieran ist, dass wir wirklich in die Mitte der Gesellschaft die Freude an Kultur und an Musik bringen. Und das war die Idee von Professor Ungeheuer. Der Vorsitzende des Vorstands ist Initiator und Motor des Projekts. Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Sie zu fördern, liegt Schott besonders am Herzen. Abschluss und Höhepunkt ist jährlich ein öffentliches Konzert. Bisher sind mehr als 30.000 Besucher zu den Konzerten gekommen und 1.300 Jungmusiker haben daran teilgenommen. Und auch in Zukunft musizieren Kinder mit Justus Franz, denn die Fortsetzung des Projekts ist auch in den Jahren 2013 und 2014 durch das Engagement von Schott gesichert.